Hallo, ich möchte mich heute mal richtig auskotzen zum Thema Kommunikation. Ich weiß gar nicht, ob der eine oder andere von euch da draußen überhaupt noch weiß, was Kommunikation bedeutet. Und zwar bedeutet es nicht Like oder LOL oder Emoji. Nein, Kommunikation bedeutet Fragen oder ja, einfach sich äußern, eine Meinung zu äußern in Schrift. Und zwar vielleicht auch mal mit Komma, mit Groß- und Kleinschreibung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich kotzt es mittlerweile wirklich sehr an, in allen sozialen Netzwerken, dass die Kommunikation und die Dialoge gen Null gehen. Und ich sag jetzt mal, Facebook und Co., ihr wisst vor allen Dingen, gerade die Aufgeklärten wissen darum, was die neue Weltordnung für uns bereithält. Und ich muss ganz ehrlich sagen, speziell in den letzten 3 Jahren habe ich auf Facebook die Entwicklung eigentlich miterlebt und möchte mich einfach mal richtig dazu auskotzen, dass die Dialoge immer weniger werden. Wir werden immer mehr in Käfige gehalten, so wie diese junge Dame hier, die vermeintlich glaubt, sie ist in der großen weiten Welt unterwegs, sie hat ihre Freunde dort und sie kommuniziert mit ihnen. Aber nein, mittlerweile ist es so, dass die Posts in Facebook erstmal extrem langweilig geworden sind, weil 9/11, dass 9/11 ein Fake ist, das wissen wir mittlerweile alle. Das müssen wir jetzt nicht zum, ich weiß nicht, gefühlten millionsten Mal posten und. Auch müssen wir irgendwo einfach mal sehen, dass wir uns weiterentwickeln sollten. Und ich habe eher so den Eindruck momentan, wenn ich die Kommunikation betrachte, dass wir uns eher Richtung Kindergarten zurückentwickeln. Weil es ist so, es wird quasi nur noch geliked, es werden Emojis geschickt, es wird, wenn es hochkommt, mal einen Satz geschrieben, aber ansonsten finden unter uns kaum noch Dialoge statt. Es sei denn, es ist irgendwo ein Shitstorm, dann hat natürlich jeder seinen Senf dazu beizugeben. Man könnte meinen, ihr wartet regelrecht auf negative Nachrichten, damit ihr euch auskotzen könnt. Und ich, ja, ich gehöre zu denen, die sich einfach mal generell auskotzen, weil in diesen sozialen Netzwerken sind wir ja eigentlich eingetreten, um Kommunikation zu haben mit anderen, Austausch mit anderen. Und was haben wir? Wir haben im Prinzip gar nichts. Wir sitzen sonntags morgens, keine Ahnung, alleine am PC und dann checken wir mal unsere Freunde, geben unseren Senf zu allem, wenn es hochkommt, mal ab oder wir liken einfach nur. So, und ich muss euch ehrlich mal sagen, wo soll das hinführen, wenn wir uns demnächst nur noch mit LOLs und Likes unterhalten? Meine Theorie zu dieser ganzen Sache ist folgende: Man möchte in der neuen Weltordnung natürlich dumme Menschen haben. Und selbst wir Aufgeklärten hier merken gar nicht, wie schleichend wir dumm gemacht werden. Wir werden einfach dumm gemacht. Und zwar mit Einführung der Emojis, mit den Stickern auf Facebook, ist es ja sehr leicht, einfach mal kurz ein Statement zu geben. Das ist auch in Ordnung, das sollte man auch nutzen. Man kann ja schlecht die Emotionen ausdrücken auf Facebook. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Ganze mittlerweile nur noch dahin ausartet, dass man sich nur noch darüber unterhält, über Emojis oder Likes, dann muss ich ehrlich sagen, dann verblödet die Menschheit. Und dann ist das Ziel der neuen Weltordnung, der lieben Herrschaften, erreicht. Denn es ist einfach so, ihr sitzt zu Hause, ihr postet und postet und postet, wollt Likes erhaschen im Grunde, aber letztendlich findet gar kein Dialog statt. Und das ist eigentlich das, was uns Menschen erfüllt, was uns bestätigt, an dem wir wachsen können, wo wir einfach auch Bereicherungen finden, an Bestätigungen, an anderen Meinungen vor allen Dingen, dass man mal nachdenkt über etwas anderes. Ich habe ein Social Networking aufgemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde das jetzt in jedem Video sagen, nehmt es mir bitte nicht übel. Wir sind jetzt über 600 Leute mittlerweile und ich versuche gerade in diesem Netzwerk bei uns unter www.lostdom-people.com versuche ich, diese Kommunikation erstmal wieder in Gang zu bringen. Das ist ein Lernprozess. Ich versuche gerade diese Entwicklung, die die NWO uns da beschert, diese Dummheit, die sie in uns implantieren möchte und anscheinend auch schafft, wenn ich die Kommunikation mir anschaue, weil mittlerweile ist es ja nicht mehr möglich, in deutscher Sprache, in Rechtschreibung, mit Groß- und Kleinschreibung. Kommasetzung ist ja schon quasi Genie. Wenn jemand passende Komma setzen kann und auch Satzzeichen generell, muss ich ehrlich sagen, ist das schon Höchstleistung. Und vielen Dank an diese Menschen, die da noch Acht drauf geben,
dass unsere sprachliche Kultur nicht ins Unendliche verkommt. Aber alle anderen, die sagen, ach, ist doch nicht so wichtig, weiß doch jeder, was gemeint ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, Leute, unsere Sprache wird verkommen und das merkt man ja nun auch schon in diversen Bereichen. Wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. Das kommt halt daher, weil die Menschen einfach immer blöder werden und auch nicht mehr als Fachkräfte bezeichnet werden können. Also, ich finde, das geht den meisten, denke ich mal, mittlerweile so wie ihr hier. Und ich finde, wir sollten mal dagegen ansteuern und mal darüber nachdenken, dass wir selber blöd gemacht werden und dass wir das halt auch mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, kommt in unser eigenes Netzwerk. Wir sind unabhängig. Ich stehe dahinter. Die meisten oder viele von euch kennen mich mittlerweile. Ich mache das aus wirklich absolutem Aktionismus. Ich möchte ganz gerne einen Schritt nach vorne gehen. Ich möchte uns eine Plattform schaffen, auf der wir uns frei bewegen können, auf der wir nicht zensiert werden und auf der wir uns auch wohlfühlen und uns auch äußern können. Das ist auf Facebook leider nicht mehr in diesem Umfang möglich, wie wir uns das sicherlich wünschen. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch jetzt Lust hat und sagt, jawohl, ich möchte das unterstützen, ich möchte mir auch einen Account dort machen. Ihr seid herzlich willkommen, egal welcher Nationalität, egal welcher politischer Einstellung. Wir versuchen einfach eine Plattform, eine Möglichkeit, um einen Dialog zu führen, euch wieder zu bieten. Also ich würde mich freuen, wir sehen uns auf www.lastorm-people.com. Dort findet ihr uns unter Community. Registriert euch oben rechts in der Ecke, dort ist ein Registrieren-Button. Ja, und dann legt los. Es ist sehr Facebook-ähnlich. Ja, das ist extra so gestaltet, damit wir uns recht schnell zurechtfinden. Ja, wie gesagt, 600 Leute warten schon auf euch. Kommt rüber und ja, macht einfach parallel einfach einen anderen Account noch auf. Und ja, ich freue mich. Also in diesem Sinne, denkt drüber nach, Dialoge wieder zu führen. Fragt auch mal wieder eure Gegenüber, weil letztendlich ist es so, ihr erfahrt erst dann etwas von Menschen, wenn ihr sie auch fragt. In diesem Sinne, ich liebe euch. Bis bald. Tschüss.